Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer 12. Coding Challenge. Heute geht es darum, wir wollen die Minimal Subarray Length berechnen. Und ja, Subarray bezeichnet hier gleichzeitig auch eine Liste. Wir machen das Ganze natürlich wieder mal in Python. Und genau, lass uns einfach starten. Wir fangen da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Beziehungsweise nicht ganz. Ich gehe ein paar Challenges zurück, weil wir hier natürlich auch wieder ein K auslesen müssen und ich zu faul bin, das Ganze hier zu machen. Und Benchmark ist, glaube ich, dieses Mal auch nicht ganz so verkehrt. Vielleicht eine interessante Sache hier. So. Okay. Gut. Wir haben hier Lösung 12. Sind wir schon? Wow. Wir sind echt weit gekommen. Das alles durch 12 ersetzen. So. Genau. Und hier unten drunter starten wir einfach mal den Benchmark. 12. Ups. 12. Mit 1000 Runs. Machen wir 1000 Runs? Wir machen 1000 Runs. Ne, wir machen nur 100 Runs. Das sollte reichen. Okay. Und das hier oben ist natürlich auch alles 12, 12, 12. Und so, jetzt können wir anfangen. Jetzt haben wir natürlich hier die Liste ausgelesen und wir haben K ausgelesen. Ihr erinnert euch, die Liste gibt uns an, welche Zahlen wir haben. Da müssen wir die minimale Größe raussuchen und diese, zum Beispiel das hier, soll in der Summe größer sein als K. Größer oder gleich groß, das funktioniert beides. Und genau, das ist unsere Aufgabe. Das heißt, ja, ich würde sagen, wir machen das Ganze mal wieder in eine separate Funktion. Wir nennen das hier jetzt einfach mal min sub length und stecken hier die Liste rein und wir stecken natürlich S rein, beziehungsweise von mir aus K, nee, wir nennen es einfach gleich, wir nennen es K. So, und ja, was wir jetzt machen ist, wir definieren erstmal unser Result als die Länge der Liste. Warum machen wir das? Weil im allerschlimmsten Fall können wir nur die Länge der Liste zurückgeben. Das ist einfach die größte Subarray-Länge, die wir überhaupt finden können. Ja, und deswegen können wir hier auch gleich Länge der Liste zurückgeben. Wir sagen dann aber, wir wollen es natürlich nicht so lang zurückgeben. Also die Länge der Liste oder die komplette Liste, wenn wir die aufsummieren, ist die natürlich fast immer größer als K oder sollte immer größer als K sein. Das heißt, die erfüllt das auf jeden Fall. Aber ist natürlich nicht das optimale Ergebnis. Und deswegen gehen wir hierher und iterieren einmal durch die Länge der Liste durch. So, jetzt definieren wir uns erstmal ein J als I und dann eine Summe als 0. So, weil wir müssen ja jetzt ab J sozusagen immer weiter aufsummieren und können nicht einfach hier durchiterieren, weil wir müssen quasi zweimal durchiterieren. Okay. Und jetzt sagen wir einfach, solange J kleiner Länge an Länge der Liste ist, wollen wir einfach aufsummieren. Das heißt, wir sagen sum plus gleich Liste von J. Und sobald die Summe größer ist, Summe größer gleich S, sobald das, Quatsch, nicht S, K. Sobald die Summe größer gleich K ist, ist unsere Lösung das Minimum aus der bisherigen Lösung und jetzt die neue Mindestgröße sozusagen fängt ja ab I an. Wir fangen ja an, hier Liste von I aufzurechnen und gehen bis dahin, wo wir sozusagen jetzt gerade mit J sind, in dem Fall, wo wir hier gerade was gefunden haben. Das heißt, wir sagen J minus I plus 1 und dann können wir aus der While-Schleife hier rausbreaken, denn besser wird es definitiv nicht, weil wir hier mit J nur nach oben gehen würden, was wir jetzt hier unten übrigens noch definieren müssen, J plus gleich 1. Das heißt, J würde immer größer werden und wenn wir irgendwann mal die Summe überschritten haben, haben wir sozusagen unser optimales Ergebnis, wenn wir mit diesem I starten, eigentlich schon fertig. Und deswegen können wir hier rausbreaken und aber falls die Summe eben noch nicht ausreichend groß genug ist, erhöhen wir J und summieren das gerade wieder drauf, erhöhen J, summieren wieder drauf, erhöhen J, summieren wieder drauf. Und irgendwann ist unsere Summe hoffentlich mal groß genug. Und dann können wir hier sozusagen rausbreaken und haben ein eventuell neues optimales Ergebnis, aber eventuell halt auch nicht, je nachdem, was eben das kleinere von den beiden ist. Und genau, das ist eigentlich auch schon. Jetzt müssen wir hier nur das Result zurückgeben, Return Res. Und wir sagen hier drin natürlich, wir wollen min sublength von der Liste und K ausrechnen. So, und jetzt starten wir das einfach mal. Ich würde mal sagen, der Benchmark, der sollte durchlaufen. Und dann haben wir vielleicht auch eine Lösung. Und ja, wir sehen hier, es ist relativ schnell eigentlich gegangen.
Die ganzen Success-Nachrichten sagen auch, dass wir es eigentlich recht gut hingekriegt haben. Wir brauchen pro Durchlauf ca. 0,021 Sekunden. Das heißt wirklich, wirklich schnell. Wobei die Listen ja jetzt auch nicht endlos lang sind. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Variante, wie man das hier machen kann. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich bin auf eure Lösungen wie immer gespannt. Schreibt sie einfach in die Kommentare, egal welche Sprache. Ich glaube, das ist natürlich auch für andere Leute, die vielleicht nicht in Python programmieren, immer super. Und natürlich möchte ich mich da auch nochmal bei euch bedanken. Ihr seid immer so unglaublich wild dabei und ich feiere das wirklich. Also es ist unglaublich toll, dass ihr da so mitmacht. Cool, dann danke ich euch nochmal und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.